Herzlich willkommen zurück zu Mario & Rabbids Donkey Kong Adventure DLC. Und wir machen mit der Prüfung 1 im Verlies weiter. Und ich hoffe mir, dass die mal diesmal schwerer sind als die Dschungelprüfung, weil ich von den Dschungelprüfungen wirklich ein bisschen enttäuscht war. Ja. Dann lass uns mal sehen, was die erste Prüfung ist. Und die Ladezeiten ist wieder sehr geil, Nintendo, Ubisoft. Zerstört die Banane in 2 Zügen. Das heißt, wir müssen in jeder Runde 2 Bananenfelder hören. Okay, das wird schon. Das könnte schwer werden. So, erstmal, was können wir hier machen? Machen wir mal ein bisschen mehr Leben. Web featured einfach 6. Einfach krass. Hochschussbonus. Ja, komm. Frankie, was können wir denn bei dir? Bei dir würde ich sogar den Nickerchen hier machen und... Ja, moin. Ja. Egal, machen wir jetzt weiter. Let's go! Also in jeder Runde 2. Das heißt, wir brauchen Cranky. Ohne Cranky funktioniert's. Können wir mit Cranky hier das zerstören? Ja. Vielleicht wäre sogar Dashen gut, mal. DK? Okay, du kommst daran. Perfekt. Aber warte mal, er könnte das hier zerstören, alleine. Ich mach erstmal mit Rabbit Peach. Aber wenn ihr Honig bekommt, ist ja auch scheiße. Ja, versuchen wir es einfach hier. Perfekt. Jetzt wäre geil, Honig zu bekommen. Jawoll. Ich will nur mal so meinen, wir haben es fertig, eigentlich die ersten. Ja, Cranky, wir haben dich. Ja, weg mit dir, Cranky. Ein Punkt fehlt. Okay, das heißt, wir müssen doch mit Donkey Kong was machen. Schade. Das ein Punkt fehlt ist schon wirklich bitter. Ah ja, egal. Jetzt müssen wir mal hoffen auf, ja. Theoretisch können mir jetzt die Heldenblick doch eh scheißegal sein. Also, dass ich die einsetze. Dann lass mal machen. Oh, die habe ich ja komplett vergessen. Okay, let's go. Oh Gott, nein, bitte. Okay, auf Rabbit Peach dürfte gehen. Das ist für mich kein... Nicht so schlimm. Oh. Sehr geil. Honig ist okay, ist okay, ist okay. Ah, das ist schon blöd, das ist schon blöd. Ja, okay, ruhig. Können wir jetzt mal wieder angreifen? Danke. Ja, theoretisch muss ich die jetzt halt mitnehmen. Mist.
So könnte ich beides im Notfall treffen. Oh Gott. Also, dass Rabbit Peach doch in Honig war, ist doch schlecht gewesen. Könnte uns sogar jetzt einen Sieg verhauen. Nee, wir haben gewonnen. Egal, was wir machen. Wenn wir jetzt 60 Schaden machen und mit der Shotgun 113, haben wir schon geschafft. Yes, Mann, Leute. Und gewonnen! Geil! Die war schwieriger, aber dennoch sehr gut machbar. First try. Bananenflamme! Prüfung 1 verließ. Yay, geschafft! Wir haben erst 7 Minuten. Wird das heute vielleicht doch ein kürzerer Part? Mal sehen. Prüfung 2 verließ. Die Namen lese ich schon gar nicht mehr vor, weil ich die eh wieder vergesse und komplett alle vergessen habe. Also, ihr könnt die ja da lesen. Also, ihr könnt ja auf Pause drücken und ja. Siege alle Gegner. Ach, diese Mission. Kenne ich die nicht? Nee, egal. Das sind Verteidiger. Das heißt, sie können Honig haben. Und Honig ist scheiße. Und Honig ist immer scheiße. Hier wäre ich sogar dafür, wirklich Röhrenradius bei ihren, bei Cranky noch zu verbessern. Ja, Röhre würde vielleicht dort sogar noch sehr Sinn machen. Mist, jetzt muss ich erstmal überlegen. Ich meine, ich könnte die hier dashen, aber wann? Klar, wir könnten hier weitergehen. Also wir könnten uns hier alle hinstellen. Gehen wir doch erstmal mit den anderen hier. Ja, wir müssen irgendwo anfangen. Die kommen ja eh alle zu mir gelaufen. So oder so irgendwann. Dann würde ich lieber den hier nehmen. Mich dann hier hinstellen. Und den dann hier hinschleudern. Und er hat Schaden gemacht, okay. Bongos, Bongos, Bongos. Ja, moin, geht einfach durch den Gegner. Wir müssen es versuchen. Na gut, wir haben verkackt. Ich glaube, wir starten die Prüfung nochmal neu, Leute. Es ist glaube ich, nochmal besser. Ich habe mich unwohl gefühlt bei diesem Versuch. Was ist, wenn ich die Gegner erstmal komplett ranziehe? Also erstmal, ohne mich zu bewegen. Weil dann kann ich noch abhauen.
Ja, mit abhauen war's wohl. Ja. Mit abhauen war's wohl. Geil. Kann ich erst sofort neu starten, wenn Donkey Kong eigentlich alle... Nein, kann... Ganz verrückter Versuch. Was ist, wenn ich in die Mitte gehe? Mein Donkey Kong kann über das ganze Spielfeld. Positiv genug. Ihr könnt jetzt zu uns hin. Machen wir jetzt mal so. Ich versuche gerade irgendwas. Das ist schwieriger, als man denkt. Jetzt habe ich Cranky noch als Absicherung. Wenn ihr versteht. Nein, ich könnte alle Ultis, ich könnte jetzt die Bongos in der letzten Runde nochmal aktivieren. Na gut. Wir können natürlich die drei jetzt auslöschen, plus den da. Warte mal. Wir machen das einfach so. Die verstecken wir dann hier. Ja. Okay, mit der Runde bin ich jetzt sehr zufrieden. Nach den ersten zwei nicht guten Versuchen, meiner Meinung. Es hätte vielleicht was werden können, aber irgendwie habe ich es nicht gedacht. Honig wäre jetzt natürlich schon sehr geil. Bitte Honig, das war schon richtig geil. Jawoll. Frage, kann mich irgendwann treffen? Ich glaube, wir sind sogar so sehr... Okay, hier haben wir vielleicht ein bisschen Peststrähne. Oh. Nee, 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 der stirbt. Okay, das ist schon mal perfekt. Ich meine, die Gegner kommen jetzt zu mir hingelaufen, oder? Okay, wir können es so lassen. Wir kriegen, wenn auch verklebt wird, kriegen wir die frei. Okay, darüber sollte ich jetzt vielleicht doch nochmal nachdenken, was gut war. Ja gut. Das habe ich jetzt nicht so geplant, Leute. Ja, oh mein Gott, mit Donkey Kong jetzt da reinspringen, wie geil wäre das. Oh mein Gott, Cranky, wo bist du, Cranky? Ernsthaft, was wollt ihr noch mit ihm, mit ihr machen? Hab ich schon die Sprache hier komplett. Boah, okay, ich lass das mal. Leute, das wird geil. Das wird sowas von geil. Theoretisch könnten wir auch die hier auslöschen. Mach mir sogar. Ey, das macht mir sogar.
Und wir können ja nochmal dashen. Dann dashen wir den hier. Ja, wir machen das so. Okay, wir könnten sogar jetzt, wenn wir richtig Glück haben, schon in dieser Runde gewinnen. Warte mal ganz kurz. Okay, ich sehe den Verteidiger. Das war aber nicht meine Aufgabe. Egal. Oh, scheiße. Na gut, machen wir das doch so. Donkey Kong, tut mir leid, dass du jetzt Schaden nimmst. Tut mir leid. Okay, da haben wir es fast in der zweiten Runde, aber wir haben es ja. Ja, wir haben es. GG, schon gewonnen. Damit jetzt auch nichts passiert, machen wir das. Machen das. Ja. Ja komm, ich lass mal den Cranky schön angreifen. Ich habe richtig Bock, dass der Cranky ihn zerstört. Und jetzt mit der eigenen Granate. Ach ja. Wie die so kurz fliegt. Wie geil. Und diese Mission war einfach, aber dennoch schwerer als manch andere. Aber dennoch bin ich irgendwie ein bisschen enttäuscht. Es war einfach. Ich habe zwei Versuche zwar am Anfang vergeudet, aber ich fand es dennoch nicht so schwer wie die erste Welt. Immer noch. Es klingt dumm, aber die erste Welt war für mich wirklich die schwerste. Klingt komplett dumm, aber ist so. Keine Ahnung, ob die Entwickler blablabla extra das so gemacht haben, aber für mich ist es wirklich so gewesen, dass die erste Prüfung von Welt viel einfacher war. Wie es aussieht, haben wir alle verrückten Rabbit-Herausforderungen gemeistert. Die gesamte Brücke ist wieder aufgetaucht. Diese Krise hätten wir also sauber überbrückt. Ha, wollen wir. Ja klar wollen wir. Und das war jetzt unsere letzte Runen. Das heißt, wir kriegen jetzt keine Runen mehr. Außer ich habe mich jetzt geguckt und da oben gibt es noch Runen. Lass mal nachsehen. Nein, hier oben gibt es keine Runen. Nope. Ja, dann wollen wir mal die Türen öffnen natürlich. Truhen öffnen. Schlacht um Rabbit Kong. Requiem für einen Kong. Rabbit Kong als, also Mega Rabbit Kong als natürlich Boss. Und haben wir eine 3D-Figur als Insel Diorama. Okay, die Insel sagt mir jetzt zwar nichts, aber. Ja, dann kommen wirklich im nächsten Part die ultimativen Prüfungen. Warte. Es ist soweit. Nächster Part beginnt schon die erste ultimative Herausforderung. Da würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, wie ich hier wieder ultimativen Prüfung auf die Mütze kriege, könnt ihr gerne abonnieren und Glocke aktivieren, um natürlich eine Benachrichtigung zu. Dann würde ich sagen, bis dann und ciao, ciao.